So. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Bäume. Ne, einer noch. Siehst, jetzt wollte ich mir in der Aufnahmepause eigentlich die Kopfhörer wieder auf den Schädel setzen. Mein T-Shirt eigentlich mal vom Leib reißen und mir die Kippe anzünden. Ich habe nichts von den drei Sachen gemacht, gar nichts. Kippe geht, Rest später. So, Setzlinge, Leute, und Äpfel. Äpfel habe ich auch schon ein paar gesehen hier. Na klar. Das lohnt sich mal, wenn man so einen kleinen Wald hier abhackt, ne? Das lohnt sich gleich wieder richtig, weil Äpfel, wo es mal hieß hier von einer relativ niedrigen... Ich soll aufhören, mit der Kippe in der Schnauze zu reden, hört sich schäbig an. Einer relativ niedrigen Quote, dass die überhaupt droppen, haben wir jetzt hier auf den kleinen Wald schon wieder 6 Äpfel geholt. Heftig. So. Jetzt sind schon 7. Ja, Wahnsinn. Und Säpplinge. Also das haben wir bei den Akazien vorhin schmerzlich vermisst. So, wie sieht denn das aus? Die Mammutbäume habe ich weggekriegt? Nee, hier ist noch irgendwas. Sollte es gewesen sein? Oder noch mehr drunter? Die sind beide nicht so riesengroß gewesen, aber es ist eben so verwuchert da oben und das, ich mag es nicht. Ich will es einfach nicht haben bei mir. Theoretisch könnte ich in der Zwischenzeit, bis das hier alles so getroppt ist, könnte doch ein bisschen größer sein als geplant. Bis das hier alles da ist, nämlich doch noch ein Holzstückchen drunter, siehst du? Bis das hier alles getroppt ist, könnte ich ja mal ganz schnell hier durchs Feld fliegen. Damit wir auch die Lagerkisten mal wieder voll kriegen. Ich wollte das nicht so machen. Geht schneller. Wie wir immer so vom Thema abweichen. Ich wollte eigentlich rüberfahren zu meiner Mine, die ich da auf dem Fluss entdeckt habe. Und jetzt mache ich eben erstmal den Wald weg und dann wieder das Feld. Und das Feld wieder neu bestellt und der Wald wieder neu angepflanzt. Da sind schon wieder 1-2 Folgen weg. Ach ja, mach ruhig, Wolfgang. Du weißt doch, wie es geht. Ordentlich Ertrag hier immer. In unseren Feldern. Theoretisch könnten wir die Möhrenfelder auch mal kurz hinten plündern gehen. Alles kein Thema. Kurzen Abstecher hier rüber machen, noch die Äpfel und die Setzlinge aufsammeln. Wer schwankt, hat mehr vom Weg. So, nochmal hier hinten durchpesen. Boah, das Inventar schon wieder fast voll. Irre. Irre. Wie mit der großen Sense hier. Ist halt die beste Technik. Zumal jetzt ist halt wirklich alles mal nachgewachsen. Jetzt lohnt sich das auch mal, wenn wir hier wirklich durchfahren. Sonst dann mache ich das ja immer alle vor zu Land und dann... Und dann wollen wir nur nichts rauskriegen, aber jetzt, das scheint sich zu lohnen. Da ist fast das Inventar jetzt voll. Also was heißt fast, es ist voll. Es ist schlichtweg voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Und das von dem bisschen jetzt. So, lass mal gucken. Wenn ich die jetzt hier pflanze, kann ich die erstmal wieder mitnehmen. Und dann geht es eh wieder von vorne los. Pardon? Mich immer so bälle, es kommt doch niemand, ey. So, hier noch ein bisschen was ins Wasser reingeflatscht. Müssen wir auch mitnehmen, ist klar. So, und dann können wir das hier alles wieder reproduzieren. Und dann an der Nase kratzen ganz heftig, weil die gerade so massiv juckt und ich keine Hand frei hatte. Irgendwann wird es Zeit. Wie viel nimmt er denn überhaupt auf diesem Feld hier? Ich habe jetzt gerade 64 verbraten und wenn ich das jetzt noch hier vervollständige, sind das genau wie viel? (168)
140 Möhren sind das. So, und wenn wir es 140 abtragen, kriegen wir 64, 128, 256, 57, 58, 308 Möhren raus. Also das ist schon gut. Fast das Dreifache an dem, was da rumtropft. Also das ist schon okay. Kann man damit arbeiten. So, nimmt er mir jetzt die Setzlinge noch mit oder sind die auch schon voll? Ich habe einen 64 und einen 5er. Noch jede Menge Äpfel hier. Ja, Wahnsinn, ey. Wie viele Äpfel hier einfach mal rausgeflattert kommen aus diesen Eichen. Ist ja sowieso die Minecraft-Logik des Jahres, wisst ihr ja. Äpfel, die aus Eichenbäumen kommen. Klar. Ach so. Natürlich wäre es jetzt sinnvoll, wenn ich hier auch die Kartoffeln wieder anpflanze. Und die rote Beete. So. Muss ja alles wieder seine Richtigkeit haben. Ja, Freunde, no war. Das können wir ja nicht einfach kahl lassen hier, das Feld, das geht ja nicht. Jetzt habe ich leider nicht gezählt, wie viele ich hier habe. Das kann ich bei der roten Beete dann machen. Weil genauso viel rote Beete wie ich habe, habe ich auch Kartoffeln. Das sind ja beides gleich groß, die Felder hier. Theoretisch, wenn ich keinen Ulk-Mist gemacht habe, müssten es eigentlich 154 sein. Weil drüben habe ich 308. Die Hälfte von 308 ist 154. Weil ich ja hier eigentlich auch nur so ein Feld gemacht habe wie drüben mit den Möhren. Ich zähle mal kurz. Mal gucken, was da hier dabei rumkommt. So, 64 haben wir. Zeppling. Machen wir erstmal einen 64er weg. Obwohl, nee, das Möhrenfeld ist, glaube ich, größer. Ne? Macht ja irgendwie keinen Sinn gerade. Nee, das sind weniger. 308 hatte ich auch geerntet und nicht gesät. Das ist Quatsch, was ich jetzt gerade erzählt habe. So, 64 und 32. 96. Und Kippe ausmachen. Boah. Genau. 96 mal 2. 192. So. Möhren. Da wird das Lager so langsam voller hier. Ich sag, rote Beete ist nicht ganz so ertragsreich, weil wir da immer ein bisschen mehr Samen rauskriegen wie Pflanzen. Wobei es nimmt sich eigentlich gar nicht so viel. Ein bisschen mehr Samen haben wir wie Pflanzen. So, und die Kartoffelskis natürlich. Eine giftige wieder dabei. Naja. Kann man auch nur damit leben. So, 13 Äpfel tatsächlich aus diesen paar Bäumen hier drüben rausgeschnickt. So, und jetzt können wir die Setzlinge nämlich wieder verbrutzeln, indem ich jetzt sage, ich pflanze die wieder hier an, aber etwas weniger und ein bisschen größere Abstände vor allen Dingen, damit das hier ein bisschen hinhaut. 4, das lassen wir mal so. Und dann machen wir dazwischen aber mal 5. 5 und dann das sechste, oder? Ja, es ist dann natürlich blöd, weil wenn ich das jetzt hier hin mache, dann komme ich da genau an die, könnte ich so machen, so und so und dann so, ja, und dann wieder dasselbe hier in die Richtung, 5 und das sechste, 5 und sechste, 5, 6. 6. 6. passt sogar ganz genau. Okay. 6. 6. Jo. Kann man schon so machen.